Jeannie Lee? Ja. Der große Wyatt Earp. Sie sehen genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Wer weiß noch, dass Sie mich hergerufen haben? Das weiß niemand. Ja, danke. Sie sollten mich besser Laramie nennen. Glauben Sie, dass Sie hier nicht jedem willkommen sind? Sie haben sich eine Menge Feinde gemacht. Und wer bedroht Sie? Eine Ratte. Mr. Williams? Was willst du? Jeannie Lee hat einen neuen Beschützer. Sag Prescott Bescheid. Ja. Warte. Sag Prescott, er soll zwei Männer mitnehmen. Ich weiß nicht, was Sie suchen, aber hier bei uns finden Sie es jedenfalls nicht. Ich rate Ihnen dringend, sofort wieder zu verschwinden. Aha. Juan! Miguel! Gonzalo! Sí, señorita. Miguel, komm her! Ich habe etwas gegen Fremde, die einen so überraschend besuchen. Ich darf Sie also bitten, wieder aufzusitzen und weiterzureiten. Clementine Hewitt. Ein hübscher Name, Clementine. Um den Burschen werde ich mich kümmern. Sollten Sie Miss Hewitt nicht verstanden haben? Stecken Sie den Revolver weg, Cadell. Ich sagte, stecken Sie den Revolver weg. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber verschwinden Sie endlich. Mein Name ist Laramie. Und lassen Sie die Finger von meinem Gepäck. Tut mir leid, Miss Hewitt, aber ich bin nicht hergekommen, um gleich wieder zurückzureiten. Naja, und Jeannie Lee meinte, Sie könnten mich vielleicht gebrauchen. Wirklich? Mr. Laramie, Sie kommen also von meiner Freundin Jeannie Lee? Seit dem Tod meines Vaters ist sie die Einzige, die mir wirklich nahesteht. Aber ich habe nicht ihren Mut, den Kampf um die Mine aufzunehmen. Ich fürchte, ich bin Drohungen, Verrat, Betrug und Gewalt nicht gewachsen. Ihr Vater hat 20 Jahre lang gekämpft und niemals aufgegeben.
Und seine Männer hätte er auch nicht im Stich gelassen. Also, tragt das Gepäck von Miss Hewitt wieder ins Haus und spannt die Pferde aus. Nun zur Mine. Wer leitet sie? Ich. Aber wir haben die Förderung eingestellt. Und warum? Weil wir das Silber nicht in die Stadt bekommen. Schon lange nicht mehr. Der Letzte, der eine Ladung nach Tucson bringen sollte, war ein gewisser Tom Harper. Aber der Sheriff sucht ihn und das Silber immer noch. Ach ja, und wenn ich mich recht erinnere, kam dieser saubere Herr auch von Ginny Lee. Gut, ab morgen nehmen Sie die Förderung wieder auf. Um den Rest werde ich mich kümmern. Was finden Sie daran komisch? Haben Sie noch nie einen Damenhut gesehen? Doch, doch. Hm. Hey, vamos, muchacho, vamos. Ich werde noch einen Blick in die Mine werfen. Wenn Sie mich brauchen, ich bin bei Ginny Lee. Adios, Miss Clementine. Geh und hilf den anderen, Chico. Sí, bien, señorita. Thank you.
Hörst du nicht gut? Steck die Waffe weg. Hier brauchst du sie nicht. Wo sind die beiden anderen Gringos? Ich hab was gefragt. In der Hölle. Vier gegen einen. Ihr wolltet sicher gehen, hm? Und warum wollten die Schufte dich umbringen? Möglicherweise weiß das der Sheriff. Der Sheriff? Nein, Amigo. Nein, der weiß nichts und will auch nie etwas wissen. Du bist mir sympathisch. Aber es ist trotzdem besser, du verschwindest, bevor ich meine Meinung ändere. Ja, dann besten Dank. Hey, wie heißt du? Laramie. Und du? Pancho Bogan. Adios. Adios, Señor Laramie. Warum wollten die diesen Laramie kalt machen, Gringo? Das geht dich nichts an. Und nenn mich nicht Gringo. Hör zu, Gringo. Zack Williams hat mich gebeten, vier von seinem Gesindel hier zu dulden. Eigentlich wollte ich's nicht, aber dann habe ich doch ja gesagt. Das gibt euch noch lange nicht das Recht, loszureiten und Leute zu jagen. Comprendido, Gringos. Hier hat nur einer das Sagen, Pancho Bogan, und nicht Zack Williams. Du musst mal wieder was trinken. Jeder trinkt. Oh. So. Das mag ich besonders gern. Spiel ich mal. Ah, den nächsten Schock hier trinke ich auf Jack. Hey, Chili. Sag mal, woran sind deine Männer eigentlich gestorben? Etwas mehr Respekt vor ihnen, sonst hängst du auch bald da. Erhöhe um 50. Noch mal 50. Und noch 50 drauf. Sie blaffen doch wieder, Burgess. Ich blaffe nie bei Frauenrichter. Ich gehört, dass Sie die Arbeit in der Silbermine eingestellt haben. Du wirst dich zu Tode trinken. Ja, und das Letzte, was ich vor mir sehen werde, wenn ich das letzte Glas leere, ist dein hübsches Gesicht, das mich so anlächelt wie jetzt. Was sagst du dazu, Konfuzius? Er ist taub. Und doch nicht stimmt. Jetzt endlich wird mir klar, weshalb er mir nie widerspricht. Nein, ich bin Laramie, Sheriff. Laramie. Hab Ihnen was mitgebracht. Aber es eilt nicht. Tote Männer laufen nicht weg. Tote? Whisky, Mister? Gern, aber einen doppelten. Ja.
jetzt hör mir mal zu, Fremder. Wir brauchen hier keine Revolverhelden. Außerdem wüsste ich gern deinen richtigen Namen. Laramie ist der Name einer Stadt. Augenblick, Boss. Notfalls werde ich dem Burschen Manieren beibringen. Antworte, Mr. Williams, gefälligst. Sheriff, würden Sie den Gentleman bitte erklären, was einem Mann passiert, der einem anderen in den Rücken schießt? Dem passiert, dass er plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen spürt. Gleichzeitig wird es sehr eng um seinen Hals und ihm bleibt die Luft weg. Aber wenn der Strick nicht reißt, geht es schnell und die Schmerzen halten sich in Grenzen. Vielen Dank. Oh, bitte sehr. Geben Sie mir Ihre Waffe. Außerdem hätte ich gerne ein paar Erklärungen zu den Männern, die Sie mir, wie Sie sich ausdrücken, mitgebracht haben. Pik Dame. Die bringt Unglück. Hier, nehmen Sie einen Whisky, der beruhigt. Du kannst gehen und ein Bier trinken. Ist das hübsche Zimmer für mich? Hast du die Absicht, mich hier einzuquartieren? Immerhin wärst du da drin vor dem Pöbel sicher. Trinken wir auf deiner Abreise, Wyatt. Ich bin doch gerade erst gekommen. Vor wem hast du Angst? Ich hab keine Angst. Was spielst du für ein Spiel? Mein eigenes. Aha. Ich habe endlich begriffen, dass es sich nicht lohnt, sein Leben für Gesetze zu riskieren, an die sich doch niemand hält. Vom Richter bis zum Stallburschen sind alle hier von diesem ehrenwerten Mr. Zack Williams gekauft. Tom Harper hatte er auch gekauft? Ich weiß es nicht. Harper sollte eine Ladung Silber nach Tucson bringen und verschwand. Die beiden, die du mir heute Abend vor die Bar gelegt hast, begleiteten ihn und den Silbertransport der Hewitt. Und warum hast du sie nicht verhaftet? Ich sag dir was, Wyatt. Ich habe zu viel erlebt seit unserer gemeinsamen Zeit in Tombstone. Wohin du auch gehst, in jedem Ort regiert so ein gewalttätiges Miststück wie dieser Williams. Das Gesetz des Westens ist das Gesetz des Stärkeren. Was hat er dir gebracht, dein Sheriff-Stern? Ich sage es dir, ein Bruder, den man umgebracht hat und einen, der sein Leben lang ein Krüppel sein wird. Hör zu, Wyatt. Wenn du meinen Rat willst, verschwinde und mach keinen weiteren Ärger. Und warum trägst du den Stern weiter? Nur wegen der lausigen 20 Dollar Lohn. Die brauche ich für meinen Whisky. Du hast dich sehr verändert, Leo. Übrigens, was weißt du über Pancho Bogan? Dass er Mexikaner ist. Und nun hau ab. Was willst du in der Stadt? Du weißt, es ist nicht gut, wenn man uns zusammen sieht. Warum? Ist ja wohl peinlich, hä? Darum geht's doch nicht. Es braucht niemand zu wissen, dass wir uns kennen. Schon gut. Sag mir lieber, ob es stimmt, dass die Silbermine von der kleinen Hewitt wieder in Betrieb genommen wurde. Du bist doch nicht hierher gekommen, um das zu erfahren. Nein. Ich würde sehr gerne etwas über den Silbertransport hören, der vor einiger Zeit, du weißt genau, wann die Hewitt-Mine in Richtung Tucson verlassen hat. Wie meinst du das? Kannst du dir das nicht denken? Dann verrate ich's dir. Jedes Mal, wenn du mir einen Silbertransport gemeldet hast, haben Pancho Bogan und seine Caballeros sich die Ladung geschnappt und du hast deinen Anteil erhalten. Aber beim letzten Mal schickt die Mine einen Transport im Wert von 50.000 Dollar nach Tucson. Und du verschweigst mir das. Die Wagen fahren unter der Leitung eines gewissen Tom Harper los und ein Peng
Keine Spur mehr von ihnen. Das Silber, der Mann und mein Geld sind weg. Also das kommt mir doch ziemlich spanisch vor. Willst du damit vielleicht andeuten, ich hätte dich hintergangen? Oh nein, ich habe nur gesagt, das kommt mir ziemlich spanisch vor. Hör zu, Pancho. Wenn wir den nächsten Transport der Mine abfangen, wird es dem Mädchen nicht möglich sein, eine Hypothek abzulösen, die fällig ist. Vor einem alten Kauz? Falls das ein Scherz sein sollte, kann ich Ihnen nur sagen, ich finde das nicht witzig. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist nicht witzig, im Schlaf umgebracht zu werden. Wie bitte? Wer Ihnen was antun wollte, käme ohne weiteres ins Haus. Nun, ich weiß mich meiner Haut zu wehren. Danke. Wehren können Sie sich aber ganz sicher nur mit einem geladenen Gewehr. Ich komme morgen früh wieder. Zum Frühstück hätte ich gerne 4 Eier mit sehr viel Schinken. Oh. Ach, übrigens, um schießen zu können, muss man das Gewehr vorher entsichern. Adios, Miss Clementine. Laramie. Guten Abend. Was hat Leo Ihnen gestern alles erzählt? Dass Sie schrecklich in ihn verliebt sind. Aber leider denkt er nicht daran, auf mein Angebot einzugehen. Sie sollten ihm vielleicht helfen. Und er? Wird er Ihnen helfen? Ich wollte ihn nicht darum bitten. Aber falls er Sie auch liebt, wird er auf unserer Seite stehen. Soll ich den Salon jetzt schließen? Nein. Aber es ist sicher besser, wenn Sie sich nicht gerade hier aufhalten. Tja, die Patience wäre beinahe aufgegangen.
Hast du mich gemeint? Sie ist leer, du Idiot. Das machst du nicht nochmal, du Mistkerl. Los, komm hoch! Was ist los? Was ist passiert? Ein Mordversuch. Selbst in dieser Stadt sind solche Dinge doch strafbar, oder nicht? Moment. Als Sheriff möchte ich diese Anspielung überhört haben, klar? War er auch bei dem Transport? Fragen Sie den Mann selbst. Sperren Sie den Burschen ein, Sheriff. Er wird sicher eine Menge zu erzählen haben. Tom Harper gefunden. Er ist erschossen worden. Wo? Oben im Canyon. Und was wollten Sie da? Ich habe Gesteinsproben geschlagen. Es dürfte sich dabei um Silbererz handeln. Zeigen Sie mir die Stelle, wo die Leiche liegt. Chico, sattle mein Pferd. Enseguida, Senor. Was geschieht jetzt, Mr. Laramie? Ich finde es schlimm, dass man Tom Harper ermordet hat. Ich möchte keinesfalls der Grund für weiteres Blutvergießen sein. Und ich möchte nicht, dass Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen. Wem werden Sie die Mine verkaufen, wenn Sie fortgehen, Miss Clementine? Warum fragen Sie? Das ist meine Sache. Nur ein Geschäftsmann in der Stadt hat genug Geld, um diese Mine zu kaufen. Doch wenn der Vertrag unterschrieben ist, wird er es für vorteilhafter halten, sie umzubringen, anstatt zu bezahlen. Das würde Williams niemals wagen. Irrtum. Verlassen Sie das Haus lieber nicht. Und empfehlen Sie Ihren Männern, die Augen offen und die Waffen bereit zu halten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, aber hören Sie auf, hier rumzukommandieren. Oh, was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich los, lassen Sie mich auf der Stelle wieder runter. Ich komme. Pass auf den Boss auf, Chico. Ich vertraue sie dir an. Sie. Thank you.
drüben ist es. Idioten, ihr habt ihn entkommen lassen. Hier! Hier! Zack, ich habe nichts falsch gemacht, aber ihr war schneller. Ich bin verletzt, Zack. Das gehört Laramie. Von Laramie. So, das wär's. Ich denke, bei ihrer Lederhaut wird sie das sicher nicht umbringen. Und ich denke, sie wäre eine fabelhafte Krankenschwester. Danke. Und jetzt ziehen Sie sich besser aus. Ich soll was? Ich meine nur, Sie sollen sich ausziehen, um ins Bett zu gehen. Sie brauchen jetzt nämlich Ruhe. Wenn Sie verhindern wollen, dass Williams hier weiter sein Unwesen treibt, dann müssen Sie wieder fit sein. Ich korrigiere mich. Als Sergeant werden Sie noch viel besser. Oh, gut, dann befehle ich Ihnen jetzt zu schlafen. Jeannie, ich habe Hunger. Oh, ihr Männer seid unersättlich. In jeder Beziehung. Hey, Jeannie. Knallen Sie nicht mit der Tür. Bis hierher und nicht weiter.
Sie einer an. Wen haben wir denn da? Den Oberschlupfsprech der Gemeinde. Nehmen Sie wieder am Bartresen Platz. Ich spendiere Ihnen eine Flasche Whisky. Also machen Sie den Weg frei. Saufen Sie weiter und lachen Sie hoch rein! Ich habe gesagt, bis hierher und nicht weiter. Genie, schließ den Saloon. Heute gibt es keinen Whisky mehr. Die Typen sind auch ohne Whisky besoffen. Oh, ja, gut, wenn Sie das als Sheriff anordnen. Wir wollen diesen Mann, Sheriff. Und niemand wird uns aufhalten. Geh aus dem Weg, Sheriff, oder du bekommst auch ein Loch ins Hemd. Das würde ich mir überlegen. Sicher würdet ihr mich voll Blei pumpen. Aber hier in dem Ding sind genug Kugeln, um 4 oder 5 von euch mit in die Hölle zu nehmen. Und Sie wären der Erste. Sie beschützen einen Mörder, Sheriff. Auch wenn er ein Mörder sein sollte, er ist mein Gefangener. Und er bekommt seinen Prozess. Das war's. Verschwindet. Hört nicht auf ihn. Geht nach Hause. Geht zur Seite, lasst mich durch. Darf man erfahren, worum es geht? Sie kommen zu spät, Richter. Die Vorstellung ist beendet. Laramie hat Bert Cadell ermordet. Was noch zu beweisen wäre, das ist Ihre Aufgabe. Warum haben Sie ihn nicht eingesperrt, Sheriff, wenn ein solcher Verdacht auf ihm lastet? Weil er verletzt ist. Ich kann warten, bis sein Zustand sich gebessert hat. Kommen Sie doch mit in den Saloon, Richter. Dann reden wir in Ruhe darüber. Sehr merkwürdig. Er ist ja mal nüchtern. Was sollen wir tun, Mr. Williams? Ob mit oder ohne Prozess, er ist schuldig und wird hängen. So. Was ist hier los, Genie? Wo ist Laramie? Komm, beruhige dich. Er ist oben. Gehen wir. Hallo, Miss Clementine. Guten Abend. Auf den Schreck könnte ich jetzt einen Whisky vertragen. Der Saloon ist geschlossen. Nur für normale Kunden, Genie. Nicht für das hohe Gericht. Signora? Ich habe hier die Bouillon, die Sie bestellt haben. Ah ja, gut. Würdest du das bitte auf Zimmer 3 bringen, meine Liebe? Ich muss mich um die Herren und ihren Durst kümmern. Geh schon. Erlauben Sie? Ein Tisschen Bouillon, wie Sie sehen, hm? Zimmer Nummer 3. Also, Sheriff, unterhalten wir uns ein bisschen über Ihren Gefangenen. Überwacht das Gebäude. Mr. Laramie? Mr. Laramie? Suppe. Thank you.
Chico mitgekommen? Ja, er ist unten in der Küche. Da er es immerhin geschafft hat, zurückzukommen, wird er wohl auch eine Nacht im Gefängnis überleben. Eine logische Schlussfolgerung, das sehen Sie doch wohl ein. Hier, nehmen Sie noch ein Schlückchen. Cheerio. Du auch? Oh. Er hat die Bouillon gar nicht angerührt. Es scheint ihm schlecht zu gehen. Lassen Sie ihn hier. Da bleibt mir wohl nichts übrig. Ich gehe dann wieder. Kommen Sie, nehmen Sie noch einen. Zum Wohl. Oh, danke, danke. Sie sind sehr großzügig. Was ist da draußen los? Laramie ist abgehauen. Das heißt, Laramie ist... Oh. Wir müssen Mr. Williams Bescheid sagen. Ja, gehen Sie schon. Unglaublich, Sheriff. Dieser Mann ist besser auf den Beinen als wir beide. Euer Ehren. Tja, ich glaube, du kannst den Laden wieder aufmachen. Sag euren Männern, dass sie den Transport für morgen vorbereiten sollen. Halt die Ohren steif. Si, Señor. Ja. Ruhe, 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 Ruhe im Saal. Das Urteil der Geschworenen. Gut. Zur Urteilsverkündung. Nachdem wir das vorliegende erdrückende Beweismaterial gegen den Angeklagten Laramie, der zu dieser Verhandlung nicht erschienen ist, geprüft haben, ist diese Jury, die sorgfältig ausgewählt wurde und aus ehrlichen und unparteiischen Bürgern besteht, einstimmig zu dem Urteil gekommen, dass der Angeklagte... Ich bitte um Verzeihung, Euer Ehren, doch das, was Sie da über die Jury sagten, habe ich wohl falsch verstanden. Nun ja, ich sagte, dass diese Jury, die sorgfältig ausgewählt wurde und aus ehrlichen... Ich bitte nochmals um Verzeihung, Euer Ehren. Dann habe ich leider doch richtig gehört. Aber bei dem, was Sie sagten, dachten Sie sicher an eine andere Jury. Das muss so sein, denn unter diesen ehrlichen, unparteiischen Bürgern sehe ich einen Pferdedieb, einen ehemaligen Sträfling und wenn ich mich nicht irre, ist der Typ, der da mit dem Hut wedelt, einer der gerissensten Falschspieler. Rüge Sie wegen Beleidigung des Gerichtes. Ich bitte um Verzeihung, Euer Ehren. Es war nicht meine Absicht, dieses Gericht zu beleidigen. Entschuldigung. Müssen wir uns das von einem Sheriff gefallen lassen, der nicht mal in der Lage ist, einen Gefangenen zu bewachen? Wo war er, als Laramie entkommen ist? Ich nehme an, im Saloon. Aber natürlich. Ich trank ein Gläschen mit dem Richter. Ruhe! Ich sagte Ruhe! Die Ehre
ehrenwerten Geschworenen haben den Angeklagten, der sich Laramie nennt, schuldig gesprochen des Mordes an Bertram Spencer Cadell. Was? Ruhe! Ruhe im Saal! Bitte Ruhe! In Anwendung der Gesetze Arizonas und mit der Autorität der mir verliehenen richterlichen Gewalt, die auszuüben ich die Ehre habe, verurteile ich den flüchtigen Angeklagten hiermit in Abwesenheit zum Tod durch den Strang. Ruhe! Ruhe im Saal! Oh, Lien, du bist fantastisch gewesen. Du solltest bei der Gouverneurswahl kandidieren. Meine Stimme hast du. Sagen Sie, woher kennen Sie Larry überhaupt? Wissen Sie, ich... Ich schätze aber, dass Ihnen viel an ihm liegt. Helfen wir ihm. Komm. Jules Prescott und Brett Allison. Und weswegen, wenn man fragen darf? Wegen Mordes an Tom Harper und des räuberischen Überfalls auf einen Silbertransport der Hewitt-Mine. Schick sie mir raus, oder ich komme und hol sie mir. Thank you.
entschuldige, dass ich dir dein Fest verdorben habe. Keine Ursache. Du hast mir sogar einen Gefallen getan. Ein Glas für meinen Amigo. Nein, danke. Ich muss jetzt weiter. Stell dich nicht so an. Warum so eilig? Nach so einer Schießerei braucht ein Mann einen Tequila. Nein, nein, wir sind hier nicht in der Stadt. Hier denkt keiner daran, dich aufzuhängen. Vamos! Schafft sie weg. Vaya. Hier, hör mal, Laramie. Ich mach dir einen Vorschlag. Du kommst zu mir. Mit deiner schnellen Pistole und meiner werden wir die Könige von Arizona. Was sagst du dazu, hm? Du hast zu viel getrunken. Na, keine Ausreden. Auf uns beide wartet ein Vermögen, wenn wir zusammengehen. Interessiert mich nicht, aber ich gebe dir einen Rat. Geh zurück nach Mexiko. Ist besser für dich, Bogan. Moment mal, Hombre. Niemand sagt einem Bogan, dass er zu viel getrunken hat und davonlaufen soll. Ihr bleibt, wo ihr seid. Das hier ist eine Diskussion zwischen Gentlemen. Was ist nun? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Du bist betrunken, Bogan, und das weißt du. Und du bist ein verdammt sturer Dickkopf, hä? Schade. Wir beide gut zusammengepasst. Nein, ganz sicher nicht. Und der Grund dafür ist, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen, Amigo. Mach's gut, Bogan. Werde ich dich wiedersehen? Folge meinem Rat. Geh nach Mexiko. Und du vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Hasta la vista, Gringo. Adios. Besser ist vielleicht. Wir würden ihn nicht laufen lassen. Schon möglich, Pedro. Gonzalo. Sí, señor. Überprüf die Wagen. Sofort, señor. Manito, ven aquí. Chico! Chico! Hol das Essen für die Männer! Enseguida, señorita! Und sag bitte Mr. Laramie, dass ich für ihn mitgedeckt habe. Sí, señorita. Versuche, Wyatt Earp. Ich meine, weil ich sonst...
Diese Frauen. Was willst du? Setz dich, Pancho. Der nächste Silbertransport der Mine ist startklar. Das interessiert mich nicht. Wieso interessiert dich das nicht? Zuerst will ich meinen Anteil an dem Harper-Transport. Was unterstellst du mir? Du hast dir das Silber selber geschnappt. Gib mir erst mein Geld, du Lump. Beruhige dich, Pancho. So kommst du nicht an Geld. Doch ich garantiere dir, du wirst ein reicher Mann, wenn du diesen Transport überfällst. Ich verzichte diesmal auf alles. Die Ladung gehört dir. Mich interessiert einzig und allein die Mine. Ich habe viele Schweine im Leben kennengelernt. Aber keins war so ekelhaft wie du. Halt dich zurück, Zack. Und sag deinen Wachhunden, sie sollen nicht auf dumme Gedanken kommen. Ich werde mir das Silber schnappen. Aber es wird mein letzter Überfall sein. Ich gehe zurück nach Mexiko. Und du sei vorsichtig. Du weißt ja, Verräter haben ein kurzes Leben. Geh mir aus dem Weg, du Ratte. Damit machst du ihn nach dem Überfall fertig. Sie kommen! Drei Wagen! Da kommt das Silber, Muchachos! Es geht los und schießt nur, wenn ich es sage! Vamos!
los mit euch? Habt ihr Angst vor zwei Gringos? Ihr lausigen Feiglinge! Schade, Amigo. Wir beide wären ein wunderbares Gespann gewesen. Was für ein Jammer. Ja, Bogan. Nur mit einem Schuss in den Rücken könnten diese Feiglinge mich umbringen. Hör mal, Gringo. Ich bin zwar ein Bandit, aber ich habe niemals jemanden von ihnen umgelegt. Bring ihn zur Strecke, diesen dreckigen Mörder Williams. Tu's für mich. Gracias. Hasta la vista, Gringo. Reite zurück zur Mine. Wir sehen uns dort. Und du?
Wirklich entschieden habt, wegzufahren, dann tut es, bevor ich anfange zu weinen. Es gibt keinen Grund zu weinen. Wir bleiben ja nicht lange weg, Ginny. Gott sei Dank. Wo steckt denn Ihr neuer Kompagnon? Ich fürchte, in seinem Abschiedsschmerz greift er wieder zum Whisky. Ich trinke auf unser Wiedersehen, Juan. Nein, 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 ist nicht drin. Also, halt die Ohren steif. Ich schätze, deine Hand wird jetzt ruhiger sein. Meine Hand ist jetzt ruhiger, aber meine Kehle ist dafür die trockenste in ganz Arizona. Das Dumme dabei ist, seit er mein Mann und trocken ist, habe ich meinen besten Kunden verloren. Vorwärts! Bis bald!